Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal Triple Oak. Ich möchte euch meinen neuen Zuwachs vorstellen, den 1650 Fire Pro 2019er Version. Das ist ein Oberhitzegrill, der prädestiniert ist dadurch, dass er auch wie der originale Beefer die Schwankbrenner drin hat, auch jeweils zwei Stück. KW-Zahl ist auch ziemlich genau die gleiche, also auch 7 bis 7,4 KW, also richtig Dampf dahinter. Er ist wesentlich leichter als der originale Beefer XL. Der originale Beefer XL liegt bei ca. 34 Kilo, der 1650 Fire Pro liegt ca. nur bei 13 Kilo. Heute wollen wir einfach mal herausfinden, ob es eine gute Alternative ist zu dem Original Beefer, der über 1000 Euro liegt, bei 1300 Euro UVP ca. liegt, diese 1650 Fire Pro 2019er Version, die jetzt ganz frisch gekommen ist, bei 269 Euro liegt, wenn man denn bereit ist, 4 Monate zu warten. Wenn man ihn direkt haben möchte, also ab Lager direkt, kostet er 499 Euro. Das ist auch schon mal eine ganz schön große Preisspanne. Also da muss man sich auch überlegen, ob man sich ihn denn nicht vorbestellt. Aber wir wollen einfach schauen, ob das wirklich einen Unterschied macht, gewichtsmäßig, qualitativ, oder ob es einfach nur auch an den hochwertigen Brennern, an den Schwankbrennern liegt. Das testen wir jetzt aus. Ich würde sagen, wir machen nicht lange rum, fangen direkt an. Ich hole die Kiste her. Auf geht's. Nee, ne? Immer. So, hier hinten sehen wir die beiden Anschlüsse. Links und rechts, Brenner links, Brenner rechts. Piezozünder. Und hier die beiden Ventile. Materialstärke liegt jetzt so, ich würde mal sagen, so bei 1 mm Edelstahl gekantet. Ja, wahrscheinlich für den Zweck auf jeden Fall ausreichend. Es ist ja auch wirklich auch nur ein Schutz hier, sag ich mal, vor diesen Kunststoff und ja, Verbindungselementen, von daher scheint es in Ordnung zu sein, auf jeden Fall. Dann drehen wir den mal weiter, den Kollegen. Hier haben wir noch so ein bisschen Hitzenuten wegen mir, dass man da auch noch ein bisschen hier bei Bohrung, dass man hier auch noch ein bisschen Luft oder beziehungsweise heiße Luft einfach hier entfleuchen lassen kann. Dann haben wir hier sozusagen dann unser Kernstück. Hier haben wir überall Nieten drin, der ganze Boden, überall Nieten. Hier haben wir die Einschübe. Die, ja gut, hier am Metall haben wir auch noch so ein bisschen noch diese, das kennt man ja, wenn man Edelstahl hat und das ist immer noch geschützt durch so ein bisschen Folie, das hätten wir jetzt auch noch ein bisschen dran, aber ich denke, das wird bei dem ersten Mal gebrauchen, wird es direkt mal sich verdünnisieren, verpuffen. Ansonsten haben wir hier unten halt, wie gesagt, überall die Nieten, alles hier vernietet. Hier sind keine irgendwelche Öffnungen oder keine irgendwas, was einen vielleicht stören könnte. Es ist natürlich, ja, es ist natürlich Leichtbauweise. Jetzt wollen wir uns nochmal direkt die Brenner anschauen, das Herzstück, das, um was es eigentlich geht. So, hier haben wir die besagten Brenner, die guten Schwankbrenner. Die wollen wir jetzt gleich mal in Action sehen. Hinten haben wir auch dann, wie gesagt, die Piezozünder, Gaszufuhr und so weiter. Ist hier alles wohl hinten dran dann. Das ist jetzt hier, wie gesagt, Piezozündung. Und jetzt hier die beiden Schwankbrenner, das sind jeweils zwei Einheiten. Und ich sehe jetzt auch schon, obwohl die nicht an sind, dass da das S in der Mitte ist, sozusagen das Markenzeichen. Also jeweils halt hier mittig. Und das sollte dann, wenn wir den dann jetzt gleich in Betrieb nehmen, zu sehen sein. Der Rest sollte schön leuchten. Keine Risse, keine erkennbaren Schäden. Von daher sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was das Ding so hergibt. Von daher schließen wir den Kollegen jetzt mal an, geben wir mal ein bisschen Feuer drauf. So, da ist das gute Stück. Wir haben jetzt hier aktuell, haben wir jetzt halt hier noch den GN-Einsatz, den wir jetzt hier unten reinschieben. Zack, unseren Rost, Materialstärke, ist okay. Ich würde mal so auf 2-3 mm tippen, ist auf jeden Fall sehr stabil, robust. Und den schieben wir jetzt einfach mal hier rein. Hier haben wir noch unseren Heber, auch hier ganz wichtig, immer schön unser Flaschenöffner mit dabei. Auch immer ein nettes Gimmick, ja. Okay, Zündung. Hört sich ein bisschen an wie eine Turbine, jetzt zünden wir den linken auch noch. Hört sich auf jeden Fall beeindruckend an. Mein Gott. Okay, also Hitzeausdehnung. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in Deckung. Wir warten es einfach mal ab jetzt.
Die Hitzeentwicklung hier vor ist schon wirklich richtig hart. Also Solarium ist nichts dagegen. Brennt jetzt erstmal die Produktionsrückstände weg. Man sieht es hier auch. Das ganze Ding, das knackt ein bisschen. Jetzt lassen wir den ein bisschen aufheizen und machen derweil mal das Fleisch klar. So ihr Lieben, jetzt sind wir drin. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben uns heute zur Feier des Tages zur Einweihung natürlich auch Tomahawk Steak. Das ist das gute Stück. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen noch parieren, auspacken. Bisschen Salz drauf und dann ab und dann Beefer, weil der heizt nämlich draußen schon richtig schön ein. Hat auch langsam, glaube ich, Betriebstemperatur erreicht und von daher wird es höchste Zeit. Also, Attacke. Einfach mal mittig. Mal schauen, dass wir das da hochkriegen. Die große sieht schon richtig gut aus. Andere Seite. Attacke. Flammen schlagen auch leicht so raus, sieht man. Also da ist richtig Höllenfeuer da drin. Definitiv, da geht richtig was. So, jetzt haben wir von jeder Seite ungefähr, ich würde mal sagen 30 Sekunden, 30 bis 50 Sekunden. Und jetzt nehmen wir den mal ein bisschen runter, den Kollegen. Das ist drin rund und machen jetzt die geringste Stufe. Und dann lassen wir einfach mal ein bisschen Gas ziehen. Wir testen das dann gleich mit dem Kerntemperaturfühler. Gefühlsmäßig haben wir jetzt mal von jeder Seite mal 2 Minuten vielleicht. So, unser Ziel ist wie immer 54 bis 56 Grad. Und jetzt wollen wir einfach mal reinstechen und schauen mal, was Sache ist. Und der sagt aktuell hier 31, 32 Grad. Also der braucht auf jeden Fall noch. Ja, hier sind es nur 29. Also das dauert auf jeden Fall noch einen Augenblick. Deswegen wieder back to the heat. Und ja, gib ihm ab dafür. Der Satz hat sich jetzt also schon tatsächlich so ein bisschen verzogen hier. Das war wahrscheinlich die Hitze, aber gut, das ist jetzt der Gärneinsatz. Der Rest ist absolut stabil. Unser gutes Stück ist jetzt auf Kerntemperatur. Mittlerweile sind es jetzt doch 56 Grad geworden. Nichtsdestotrotz werde ich es nochmal ganz kurz, einmal voll Power. Und dann schneiden wir es auf und schauen es uns an. Ich denke, das wird ganz gut. So, ja, das ist das gute Stück. Kruste auf jeden Fall, weiß nicht, wie man es hört. Also richtig kross. Es ist natürlich an den Seiten, wo es ein bisschen abgestanden, natürlich noch ein bisschen mehr kross, aber jetzt, ich würde sagen, wir schneiden es einfach mal runter und hier schön am Knochen entlang und einmal hier und dann zack und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal an. Ich ganz gute Ergebnisse. Selbstgemachte Pfeffermischung, bisschen drüber und probieren jetzt einfach mal so ein Stück. Wie gesagt, das ist zart rosa, definitiv auf jeden Fall ein Highlight und ich denke, man kann das auch jetzt ja schon auch auseinanderziehen. Also das liegt natürlich auch an der Fleischqualität. Und jetzt würde ich sagen, ich probiere es einfach mal. Ich haue es mir jetzt einfach mal rein. Absolutes Highlight, wirklich, auf jeden Fall Daumen hoch, geile Sache.